Ich grüße Sie. Wir kommen jetzt zur finalen 7. Stufe. Jeder kann sich selbst heilen. Diese 7. Stufe ist in der Ursache-Wirkung-Kette das Ergebnis der ersten 6 Stufen. Sie ist die größte Gabe, die uns Menschen gegeben ist. Mit unserem Bewusstsein, das von Gier, Aggression und wahnhaftem Verhalten befreit ist, stoßen wir vor in die Steuerungsebene des Seins. Da wir ja ein Teil jener unendlichen, erschaffenden und steuernden Kraft sind, können wir mit ihr auf direktem Wege kommunizieren. Ob wir diese Kraft nun Gott nennen oder großer Geist oder wie auch immer, spielt keine Rolle. Jeder soll und darf diese Kraft so nennen und anreden, wie er möchte. Der älteste Begriff für diese Form ist Gebet. Allerdings ist das christliche Beten so eine Sache. Wir sollten die Ansage des christlichen Lehrers Meister Eckhart bedenken, der sagte, dass nur ein einziges Gebet eine Wirkung habe, das wäre die Bitte um Erkenntnis. Jeder Begriff in Ehrfurcht ausgesprochen oder nicht ausgesprochen ist der richtige. Physiker zum Beispiel nennen jene Kraft morphogenetisches Feld oder Datenfeld oder Quantenfeld. Man könnte es auch Gedankenfeld nennen. Alles das ist auch richtig, denn der Name des Göttlichen ist unwichtig. Im Islam gibt es eine schöne Geschichte. Dort sind 99 Namen Gottes bekannt. Frage: Warum Kamele dort manchmal so lächeln? Antwort: Weil sie den 100. Namen Gottes kennen. Wenn wir diese 6 Stufen des Erkennens mit unserem Bewusstsein verwoben haben, wenn wir auch nur auf dem Weg sind, dann können wir mit unserer Kraft jenen Teil der universellen Kraft steuern, der uns selbst betrifft. Mit der Kraft meines Gedankenstrahles, gekoppelt mit der Kraft meiner positiven Emotionen, gekoppelt mit der Kraft meines Handelns, kann ich in Anbindung an das göttliche Feld dieses veranlassen, meine Körpermaterie wieder in das evolutionäre Gleichgewicht zu bringen. Da ich hier auf der Erde nur ein materielles Gegenstück dessen bin, was im alles umfassenden Feld des großen Geistes gespeichert ist, kann ich zu meinem Original im Feld Kontakt aufnehmen. Dieses Original spiegelt sich in mir als mein inneres Selbst, als meine echte Identität. Meister Eckhart nannte es das Seelenfünklein. Habe ich dieses innere Selbst von seinem Schutt freigelegt, bekomme ich kommunikativen Zugang zu meiner Originalenergie im Feld. Ich kann das Feld gezielt bitten, entgleiste Körperzellen oder gestörte Kreisläufe meines Körpers wieder in Harmonie zu bringen. In Rückkoppelung der gesendeten Gedanken erhalte ich dann jene Qualität zurück, die ich für meine Gesundung benötige.
In der alten Sprache hieß dies Gnade. Natürlich muss ich dafür eventuell sehr aktiv werden, um mit meiner Lebens- und Handlungsweise die geistige Steuerung zu unterstützen. Frage: Kann ich diesen Kommunikationsvorgang, der für einen Materialisten undenkbar ist, tatsächlich erfassen? Mein Geist gibt den Impuls zur Veränderung von Körpermaterie. Ich empfehle, hier innezuhalten, um dem Verstand die Möglichkeit zu geben, diese ungeheure Tatsache zu erfassen. Bei aktivem Krankheitsgeschehen gebe ich den Tipp, beim Schulmediziner zu klären, was der Körper tun müsste, um diese Krankheit zu überwinden. Dieser Heilweg wäre dann der Inhalt meiner Bitten an das göttliche Feld. Es gilt hier, je genauer die Anweisungen, desto schneller erreicht man das Ziel. Aber auch, und gerade dann, wenn ich gesund und munter bin, wirkt dieses Gesprächsprinzip mit dem göttlichen Feld täglich und ununterbrochen. Ich schicke meine Zukunftsvorstellungen los und bitte das Universum um seine Entscheidung für den besten Weg. Dieser kann natürlich genau das Gegenteil dessen sein, was ich mir vorgestellt habe. Dann ist die Sache natürlich noch spannender. Hier greift das Zitat des Sufi-Meisters Pir Vilayat, das ich so gerne wiedergebe. Stellen Sie sich vor, die ganze Zeit haben Sie geglaubt, die Dinge seien so, wie Sie meinten. Und jetzt entdecken Sie, dass Sie sich geirrt haben. Ist dies nicht fantastisch? Durch das Abschicken meiner Absichten gestalte ich aktiv meine Zukunft parallel zu meinem Tun im Jetzt-Moment. In dem Maße, wie ich jetzt handle, jetzt fühle und jetzt denke, gestaltet sich mein Leben in die Zukunft hinein. Wie wenn ich einen Stein ins ruhige Gewässer werfe, schwimmen die Informationen davon weit und weiter, bis sie ans Ufer schlagen und ganz fein wieder zu mir zurückkommen, jetzt mit der neuen Information des Ufers. Frage: Sind meine Antennen geschärft genug, um die Antwort zu empfangen? Lasse ich zu, dass diese Antwort in Handeln umgesetzt wird? Wenn ich um diesen Mechanismus weiß, brauche ich mir keine Sorgen mehr um das Leben an sich zu machen. Es geschieht, weil es geschehen muss, und zwar so, wie ich es veranlasse. Es geschieht das, was man auch geistiges Heilen nennt. Zuerst heilt die Psyche, indem ich zur geistigen und emotionalen Gesundheit gelange, dann der Körper. Bedrückend ist diese Botschaft sicherlich für Menschen, die eine irreparable körperliche Schädigung haben, die materiell weder gemildert noch geheilt werden kann. Hier ist große innere Kraft notwendig und die Akzeptanz, dass auch dieses Leben, wie es ist, gut ist. Hier ist es vor allem die Psyche, die in Kommunikation mit dem göttlichen Feld geheilt werden muss,
um die Akzeptanz für das eigene Leid zu finden. Sicherlich ein sehr schwerer Weg. Ich danke Ihnen.